kommen wir zu Piratin Anne. Sie kaperte ein Schiff und bereiste als erste Frau die 7 Weltmeere. Doch sie musste ständig auf der Hut sein, denn Frauen an Bord waren strengstens verboten. Aber sie kämpfte sich tapfer und mutig über die Meere. Ihre große Sehnsucht aber galt immer ihrer Heimat Irland. Ständig hielt sie Ausschau, bis sie die Insel endlich entdeckte und voller Freude die Küste eroberte und so ihre irischen Wurzeln erkunden konnte. Sie tat sich mit ihrem Steuermann Jack Rackham zusammen, ihm sagt man nach, er habe die Piratenflagge Jolly Roger erfunden, und gemeinsam bauten sie ihr Lager an der irischen Küste aus, um fortan auf den Meeren zu kapern, zu plündern und zu saufen. Ist das nicht eine Einleitung für unsere nächste Teilnehmerin? Sie ist heute schon die Vorletzte, wir sind also fast am Ende. Sie ist die Älteste im Bunde. Und hat sich auch mit dem Meisterschaftsvirus infiziert. Hier ist für euch die deutsche Vizemeisterin in der Kategorie Master 40+. Hier ist Regine Mantler.
einige Meisterschaften hinter dir. Was war denn dein schönstes Meisterschaftserlebnis? Es ist eigentlich so, das ist ein Riesenpublikum und der Applaus. Es ist eigentlich der Applaus, dass du selber... Man sieht euch gar nicht, Gott sei Dank. Wenn man ein Stück weiter vorkommt. Das ist auch gut so, aber es ist so herrlich, dieser Applaus. Es ist schön. Wie lange und wie viel trainierst du vor einer Meisterschaft? Viel. es wurde schon erwähnt, ich bin nicht mehr so die Jüngste, von daher brauche ich halt zwischendurch immer wieder so eine Regenerationszeit. Ich mache Kraftsport, trainiere dreimal die Woche in der Poolgarage und wenn ich kurz vor der Meisterschaft bin, dann lasse ich den Kraftsport weg, weil das schaffe ich dann nicht mehr. Warum hast du diesen Traum erst so spät verfolgt? Weil es in meiner Jugend eigentlich überhaupt nicht möglich war. Warum nicht? Ich bin auf dem Dorf groß geworden und da gab es kein Ballett. Dann habe ich immer im Fernsehen zugeguckt, wollte immer steppen. Meine Schwester weiß das. Und wie bist du denn zum Poledance gekommen? Ich habe in Köln gewohnt und dann bin ich immer an einem Poledance-Studio vorbeigefahren, habe immer die Werbung gesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn ich jetzt wann dann, und als ich dann 50 war, da habe ich gedacht, Regina, wenn du jetzt nicht anfängst, dann fängst du nicht an.